Hallo Freunde der Spekultur und willkommen zurück bei Total War Rome 2. Ach ja, die Kampagne. Ich dachte eigentlich, ich würde das alles in ein paar Runden diesmal schaffen. Aber jetzt dauert die Kampagne schon wieder lange. Ja, so lange auch nicht, aber länger als vermutet. So, ich muss mal eben auf diplomatischen Status umschalten. Okay, da ganz rechts die Stadt noch einnehmen. Stadt, Dorf. Ich will schriftliche Wachgänge. Ach, scheiße, da kommt eine Rebellenarmee. Die wird jetzt angreifen müssen. Ach, mach ich nächste Runde. Wie man merkt, lohnt sich das bei mir auch gerade nicht, den ganzen Kram hier hinten auszubauen. Ich nutze lieber mein Geld, um die anderen Städte ein bisschen hochzuziehen. Waffenschaden, Verstärkungsrate und Unterhalt reduzieren. Also meine wirtschaftsstarken Städte mal hoch zu powern. Das meine ich damit. So, hier haben wir minus 9, also sollten wir auf jeden Fall ein öfters Forum bauen. Überlege das öffentliche Forum. Was sollte ich denn da machen? Forschung nochmal beschleunigen? Ne, das Wohlstand durch Landwirtschaft sollte ich machen. Aber das habe ich ja schon. Mehr oder weniger. Okay, sanitären Anlagen müssen eh hoch. Dann bleibt das, dann soll das Amphitheater gebaut werden, hier rechts. Damit kann ich dann schon leben. Schiffe durchproduziert. In Rom basteln sie auch gerade rum. Wohlstand durch Seehandel. Dann haben wir das auch mal in Handelding. Dann können wir es auch höher ziehen. Ich ändere die Forschung noch mal. Weil ich das noch nicht auf das Ding gesetzt hatte. Minus 30. Minus 18 durch die kulturellen Unterschiede. Ah, hopp, 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 hopp. Da müssen wir die Umbaugeschichte ja doch durchziehen. So, in Karthago. Mal die Landwirtschaft ein bisschen pumpen.
Wohlstand durch Handel. Wohlstand durch Handel. Sag, habe ich das denn hier richtig? Ah, Wohlstand aus allen Quellen. Wohlstand durch Handel. Kann sein, dass ich da die Stadt nochmal umbauen muss. Wir hungern nach einer Schlacht. Bereit zum Kampf. So, macht einen Gewaltmarsch und zieht nach Hatra rein. Oh, ich habe 666 Geld. Satan confirmed. Wie ich den hier hinziehe. Hilft er mir beim Angriff? Ja. Ich erwarte eure Befehle. So, damit gehört Rodos mir. Eure Befehle langsam in den Hafen. Eure Befehle nicht in diese Wasser. Ist ja was, egal ob der da oben rumlungert, wir ziehen ihn auch runter. Ich denke mal, der braucht 2-3 Runden, oder? Also normalerweise ist Rot 2 Runden, aber ich glaube nicht, dass der von da oben bis nach ganz hier rechts unten das schafft. In einer Runde. Das wäre wirklich ein bisschen viel. What the fuck? Wir werden so abgeschlachtet in der Stadt. Obwohl, gucken wir mal. Das sieht ganz gut aus zum Einbunkern. Ach nee. Ich glaube, die können durch die Barrikaden da durchkommen. Wir Hunger nach Blut und ah, nee, doch nicht. Die Kämpfer sind bereit, Scutari. Aber schaffen meine Truppen nicht. Scutari. Allein diese Adelskavallerie und so weiter. Nach Blut und Kampf. Schildträger! Nach Kämpfer bereit! Schildträger! Nahkampfkrieger! Scutari! Zu euren Diensten! Wir erwarten eure Befehle!
Zum Kampf bereit! Scutari! Bereit! Scutari! Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Nahkämpfer bereit! Zu Befehl! Kommandant! Kampfgruppe bereit! Und die kriegen ja auch noch Unterstützungstruppen, ne? Iberische Kavallerie! Wir töten sie alle! Gruppiert und bereit! Prätorianer Kavallerie! Scutari! Kampfbereit! Kampfbereit und willig! Kampfbereit! Zu euren Diensten! Schildkrötenformation! Schutz vor Angriffen, Pfeile! Bereit! Ja, gucken wir mal, wie sie kommen. Es liegt nicht in meiner Art oder der euren. Ihr sieht, wir erobern. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Schon immer in Kriegszeiten getan hat. Lass den Feind an eine Niederlage denken. Kein einzigen Fernkämpfer in der Armee. Wie ich sehe, wollen sie spielen. Schildträger! Ihr seid nicht die besten Truppen. Und es sieht so aus, wenn die Unterstützung da hinten über die Grenze kommt. Das ist nämlich super. Dann wären wir nämlich nicht flankiert. Scutari! Kann sein, dass sie wirklich versuchen, hier permanent durch die Ecke zu kommen. Scutari! Na komm, die Steppenadigen. Das Problem ist nicht die erste Armee. Das Problem ist die Armee. Scutari! Zwei getötet. Nahkampfkrieger! Zum Kampf bereit! Ja, ausgeglichener Kampf. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. Schnell, vorrücken. Zum Kampf bereit. Bewegung. Bereit zum Einsatz. Verstanden!
Erquicken! Macht denen mal Angst von hinten. Auxiliaren, Kampf bereit! Brennt, ihr Verfluchten! Erquicken! Und wieder weg. Kann jetzt nicht länger da stehen lassen. Sonst werden die von hinten von den Fernkämpfern kaputt gemacht. Die Kämpfer sind bereit! Rigo, bereit! Kampf bereit! Rückt aus, Rigo! Erstmal wieder zurückziehen. Bereit! Bringt sie zur Strecke! Oh, diese dämliche Kavallerie. Erquicken! Wir befehlen Kavallerie! Doppelt die Geschwindigkeit! Nahkampf, Kavallerie! Schnell jetzt! Vorwärts! Zieht euch zurück, ruht euch ein wenig aus. Und warum habt ihr ein riesiges Loch zwischen euch? Ah, schön, ihr habt die bekommen. Bleibt standhaft, Römer! Rückt aus, Krieger! Sanktnüff! Für Ruhm! Iberische Kavallerie! Sanktnüff! Erquicken! Angreifen! Tetorianer Kavallerie! Iberische Kavallerie! Erquicken! Zu Befehl! Bereit zum Einsatz! Stappe Morgenschütze! Schnell vorbereiten! Mein Gott, aber hier ist die Performance gerade ganz schön am Sterben. Angreifen! Greift die vorwärts!
Ja! Erquicken! Die Kämpfer sind bereit! Bewegt euch! Krieger bereit! Bringt auf, Krieger! So, hoffen wir einfach mal das Beste. Die bärische Kavallerie! Gut! Befehle! Zahnen! Die Krieger wollen Blut! Erquicken! Wir befehlen! Nahkampfkavallerie! Angreifen! Schildträger! Ist doch nicht, dass der außen rum geht. Nee. Jetzt wollen sie gern hier durch die Mitte. Stellt euch ordentlich auf. Dann gehen wir jetzt sandwichen. Krieger, bereit! Die bärische Kavallerie! Nahkampfkavallerie bereit! Die bärische Kavallerie! Komm, bereit! Schildträger! Mordago! Bereit! Jetzt hat er immer die eine oder andere Truppe nach hinten gezogen, damit ich da mit dem Ansturm nicht reinkomme. Schildträger! Bewegt euch! Vorwärts! Kommen wir halt auch mit den Schildträgern von hinten. Menschen mit Elan. Die bärische Kavallerie! Der Angriff! Erquicken! Das Angreifen! Ha, die ersten geben auf und hauen ab. Die bärische Kavallerie! Die Kampfgruppe wartet auf euer Geheiß! Prätorianer Kavallerie! Steckt die aus! Auxiliaren! An die ran! Die sind noch nicht komplett im Arsch. Lass sie bluten! Lass sie bluten! Krieger, bereit! Kavallerie! Lass sie bluten! Da ist der General. Lass sie bluten! Hintere Reihe durch, wir wollen an die Mitte. Offensiv. Jetzt wollen die geradeaus durch mich durchfliehen. Bereit! Katubilet! Die bärische Kavallerie! Wir hungern nach Blut! Und tja, und so überlebt selbst die schäbigste römische Armada gegen eine absolute Übermacht. Töten wir noch ein paar fliehende Truppen.
habt gut geblockt, meine Auxiliar Skurati. Skutari. Entschuldigung. Gesundheit. Oh, haben beim Blocken sogar viele getötet. Und die adlige Kavallerie hat gar nicht so gut abgeschnitten. Obwohl, das ist jetzt die falsche Armee gerade. Wir sehen ja leider nicht die andere. Tja, das waren eure beiden Armeen. Umsturz! Fehlende Steuer. Banditentum, Unruhen. Elendsviertel. Habe ich wieder was vergessen? Aufstand niederschlagen. Fracht beschlagnahmen. Oh ja, ich habe wieder genau denselben vergessen. Und den hätte ich nicht gebraucht. Mal eben direkt gucken. Obwohl, nee, wir machen jetzt erstmal Break. Letztes Mal habe ich überzogen. Diesmal überziehe ich nicht. Sondern mache ein bisschen früher Schluss für die Folge. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüle, euer Imperator. Oh, jetzt hat der gelernt, kulturelle... wie heißt das? Unterschiede. Nee, stimmt gar nicht. Oh. Jetzt bin ich komplett raussprachlich. Habe ich überhaupt gesprochen die letzten 10 Minuten? Oh, ich weiß es nicht mehr.